Diese Woche schaue ich wirklich neidisch nach Ulm. Ich meine, Lena Schwelling erzählt mir seit Jahren, dass Ulm die schönste Stadt Baden-Württembergs, Europas, streng genommen ist der eigentliche Wortlaut von ihr, schönste und beste Stadt der Welt ist. Aber jetzt, wo eben jene Lena Schwelling am Sonntag als Oberbürgermeisterin kandidiert und gewählt werden kann, da schaue ich wirklich mit großem Neid an den östlichen Rand Baden-Württembergs. Ich kenne nämlich niemanden, die so sehr dafür brennt, das Leben der Menschen vor Ort zu verbessern. Wir Grünen, wir wollen alle die Welt verbessern und wir haben alle das Motto Think Global, Act Local verinnerlicht. Aber niemand brennt so sehr für Kommunalpolitik wie Lena Schwelling. Schon früher bei der Grünen Jugend, jetzt als Landesvorsitzende, aber natürlich immer, wenn sie als Stadträtin in Ulm unterwegs war. Und wenn es eine Sache gibt, von der Lena noch überzeugter ist als von Kommunalpolitik, dann ist es Ulm. Was könnte es also Besseres geben, als Lena jetzt am Wochenende als Oberbürgermeisterin zu wählen? Ich wünsche dir deswegen, liebe Lena, viel Erfolg. Vor allem wünsche ich aber Ulm, dass es die Chance erkennt, die du anbietest und dich am Wochenende zur Oberbürgermeisterin wählt.